Achtes Kapitel meines Erotic-Fantasy-Thrillers 0 und 1. Lola Hoops stapft neben ihrem bärigen Kollegen Ruppi zu den Fahrstühlen. Von jetzt auf gleich im Einblicke-Redaktionshaus herumzulatschen, passt ihr gar nicht. Natürlich läuft ihnen Busenwunder Mandy Püffke plus Anhang über den Weg. Es gibt ein kurzes Zicke-Zacke-Wortgefecht. Rupert Hass wartet nicht, bis der Weiberstreit eskaliert. Er schiebt Lola Hoops zum VIP-Fahrstuhl. So viel männliche Tatkraft und Entschlossenheit hat Lola Hoops ihm nicht zugetraut. Der Fahrstuhl bewegt sich nach oben. Sie mustert Rupert Hass von der Seite. Ruppi, was erwartet mich? Rede, Mann! Gleich ist seine knappe Antwort. Das achte Stockwerk gehört zur oberen Etage, ist quasi Chef-Bereich. Rupert Hass hat nicht vor, sich den Mund fusselig zu reden. Die Fahrstuhltüren gehen auf, er lässt Lola Hoops den Vortritt. Um das achte Stockwerk ranken viele Gerüchte. Monatelang war es Baustelle. Anfang Dezember war die Umbauphase beendet. Und festangestellte Einblicke-Mitarbeiter durften in kleinen Gruppen das Spaß- und Erholungsstockwerk besichtigen. Alles in Marmor und Mahagoni, viel Grünzeug und Designermöbel, teure Ölgemälde und echte Perserteppiche. Rupert Hass öffnet eine Jugendstil-Flügeltür. Hier geht's rein, Lola. Kein Grund zur Beunruhigung, dich erwartet nicht grob. Die Erholungsoase ist Treffpunkt mit deinem Coach. Ich darf dich begleiten und unterstützen. Anweisung von ganz oben. Grob hatte mich angerufen und instruiert. Dein Coach heißt James Hicks. Er arbeitet für Glondai. Glondai gehört zur Voices Group. Sprich, Hicks ist ein Voices-Mann. Das weiß ich von meinem Freund Jerome. Ruhl hat das bestätigt. Ich habe Standleitung zu Ruhl über HCP-Mikrostöpsel. Also schön cool bleiben, tief durchatmen. Du bist nicht allein. Lola Hoops schaut sich im Clubraum der Erholungsoase um. Sofort geht ihr Blick zur Edelbar. Sie verschränkt ihre Arme vor der Brust und leckt sich über die Lippen. Sich eingenehmigen, so als Auflockerung und zur Nervenstärkung. Rupert Hass langt sich plötzlich ans rechte Ohr und sagt, danke Ruhl, alles klar, wir haben Zeit. Er macht eine entschuldigende Geste und zeigt auf eine Tür ohne Türklinke. Ein Bedienfeld ist neben der Tür angebracht. Lola, da geht's gleich rein. Weißt du, hier kann man saunieren, Filme gucken, es gibt ein Kino, tanzen, Gymnastik machen und total entspannen. James Hicks befindet sich zurzeit im Deep Relaxation Room, genau in einem Sleep Cocoon. Geiles Teil, sieht aus wie ein liegendes goldenes Saurier-Ei. In dem Raum gibt's vier Eier. Sag, Lola, willst du was trinken? Hinter der Bar ist eine Küche, ich hole uns was zu essen, dann mehr Infos, okay? Lola Hoops legt ihre Öko-Schlabbertasche auf einen Sessel und geht zur Bar. Was ihr Rupert Hass berichtet, hört sich abstrus an. Einen Single Malt mit Eiswürfel. Häppchen wäre auch gut. Du, ich will sofort mit Ruhl schnacken. Stell eine Verbindung her, aber zacki. Gleich, antwortet Rupert Hass und sucht einen Scotch aus. Danach verschwindet er in einem Raum hinter der Bar und holt ein Tablett mit Fingerfood vom Feinsten. Lola Hoops schiebt sich ein Sushi-Häppchen in den Mund und kaut energisch. Rupert Hass holt sein Smartphone hervor, stellt eine Verbindung zu Ruhl her und stellt auf laut. Jetzt kannst du schnacken. Ja, okay, jetzt schnacken. Hör mal, Ruhl, der Ruppi spielt sich hier als Mr. Schlaui auf. Das nervt gewaltig. Ich will endlich wissen, was das Ganze soll. Wo steckt mein Coach? Wieso steckt mein Coach in einem Saurier-Ei? Ruhl lacht laut auf. Eigentlich ist ihm nicht zum Lachen zumute.
Lola. James Hicks ist sowas wie ein Köder. Mit ihm wird gespielt. Und das Spiel ist tödlich. Hintergründe dazu. Er ist nicht freiwillig hier. Typisches Gun-Himmelfahrtskommando. In seinem Leib steckt eine Bodybomb plus GPS. Sprich, er kann jederzeit explodieren. Anton Grub hatte gegenüber einem POC-Vorstandsmitglied den Verdacht geäußert, dass du mit Johannes Kreutz liiert seist. So fickmäßig. POC-Obere glauben, dass Kreutz Kontakt zu Terroristen hat. Zurück zu James Hicks. Er hält nicht mehr viel aus. Sein Freund und Arbeitskollege Rico Caruso ist verschwunden. Es wird vermutet, dass er übergelaufen ist. Hicks ist halt Köder. Ich bin sehr gespannt, wie die weiter agieren. Hast du noch Fragen? Noch Fragen? Puh, eigentlich nicht. Hicks hat eine Bombe im Bauch. Mal was anderes, sagt Lola Hups und trinkt ihren Scotch Whisky aus. So langsam sickern Rules Worte. Sie nimmt ein Lachshäppchen in die Hand und schnuppert dran. Rule, die Bodybomb kann jederzeit explodieren. Wollen die Johannes in die Luft jagen? Was sagt er dazu? Johannes wartet auf uns. Die Bombe ist das geringste Problem. Lola, mach dich an James ran. Versuch dich in seine Haut hineinzuversetzen. Er ist mordstraurig, verletzt, verzweifelt, einsam. Er möchte nur noch weglaufen und sterben. Kann es aber nicht, weil POC sein Schwesterlein in Obhut hat. Lola, hier geht's dreckig zu. Nebelhorn, Grob, Hochwald sind Waisenkinder gegenüber der Bande in Gern POC. Ende. Lola Hups verspachtelt ihr Lachshäppchen und greift nach ein paar Weintrauben. Die ganze Zeit war sie mit ihrem Gefühlschaos beschäftigt. Johannes Ruhl-Lola-Dreiecksbeziehung. Nun muss sie mit einem mordstraurigen, lebensmüden, mit Bombe im Bauch quatschen. Sie hopst vom Barhocker und nickt Rupert Hass auffordernd zu. Er trinkt sein Glas leer und kommt um die Theke herum. Gehen wir es an, sagt er zu seiner Jungkollegin und kramt in seiner Hosentasche. Dort steckt ein Zettel mit Nummern. Ohne Nummern kein Sesam, öffne dich. Die goldenen Saurier-Eier wirken imposant. In Sleep Cocon 1 liegt James Hicks. Lola Hups legt sich unter Protest in Sleep Cocon 2. Sie schaut zu Rupert Hass auf. Rupi, du hast die Bedienungsanleitung, ich meine die Gebrauchsanweisung. Kannst du mich da rausholen? Und wo steckt Ruhl? Gleich. Rupert Hass studiert sein Schmierzettel und nimmt eine Konsole in die Hand. Gleich, Lola, wird's kuschelig um den Kopf herum. Lola Hups hebt ihren Kopf an und guckt aus dem Ei. Kein Ruhl in Sichtweite. Wo ist Ruhl? Ruhl ist über uns. Leg dich, entspann dich. Rupert Hass legt seine Hand auf Lola Hups Stirn, drückt sie auf das Polster. Sie hört ein leises Summen. Seitlich bewegen sich Polster und drücken gegen ihre Ohren und Wangen. Scheiße. Im selben Augenblick senkt sich der Deckel ab. Es wird portdunkel, die Privation in Vollendung. Sie versucht, ihren Kopf zu drehen, vergeblich. Wenn Ruby noch mal gleich sagt, schlag ich ihm in die Fresse. Hallo? Hallo, was? Hicks? Hey, Hicks, ich lieg im Nachbarei. Kacke ist das. Ich will hier raus. Wer hat sich den Scheiß ausgedacht? Sie hört James Hicks atmen. Ruhl hatte gesagt, dass James Hicks mordstraurig, verletzt, verzweifelt sei. Das wegen seines verschwundenen Freundes und seiner Schwester. Das Ganze hört sich nach kruder Kreuzfantasy an. Sie denkt an Kreuzwandlerbuch. Mensch Hicks, reiß dich zusammen. Du hast eine Bombe im Bauch. Das macht mich nervös. Gut, ich lieg in einem Ei. Ob mich das vor einer Explosion schützt? Aber okay, das soll ja kein Problem darstellen. Also, Bombe beiseite schieben. Hicks, bleib schön ruhig. Wie geht's dir? Woher?
fragt James Hicks mit rauer Stimme. Woher, was? Verarsch mich nicht. Du sollst mich coachen und gleichzeitig willst du Infos über Kreuz. Ja, Mr. Fick King fickt mich immer noch. Woher wissen Sie von der Bombe in meinem Bauch? Lula Hoops wackelt mit ihren Zehen, ihren Kopf kann sie nicht bewegen, auch ihre Arme und Hände sind irgendwie umschlossen. Perfektes Gefängnis. Das Ding nennt sich Sleep Kong Kong. Sie leckt sich über die Oberlippe. Wissen? Wer, wie, was, wieso, weshalb, warum? Du gehörst doch der Gun-Org an. Die Bombe spricht eine eindeutige Sprache. Perverser geht's nicht. Du gehorchst, weil sie dich mit deiner Schwester erpressen. X, ich hab null Bock auf Eye-Feeling. Lass uns schlüpfen und abhauen. Das geht nicht. Lullahups, ich will niemand in den Tod mitreißen. Ich will... Es gibt keine andere Lösung. Ich muss Schluss machen. Lullahups seufzt laut auf. Männer, der Typ ist lebensmüde, suizidgefährdet, will alleine sterben. Aber da wird nichts draus. X, du bist blockiert. Lass uns für dich denken und handeln, Kumpel. Ruhl Weißrad. Er ist auch hervorragend vernetzt. Außerdem ist er super Magier und kann mit einem Fingerschnipp einen Wolfschnittel-Schlitten herbeizaubern. Ruhl? Wer ist Ruhl? La la la, bla bla bla. Flachanzengefühl am Mund. Gott sei Dank hört sie über die Ohrwärmerpolster eine Infostimme. Dialogschaltung beendet. Verabschiede dich von deinem Konkon. Nix wie raus, denkt Lula Hoops sofort. Wie der Boden unter den Füßen dehnt und streckt sie sich. Dabei beobachtet sie, wie Rupert Hass dem Amigandler aus seinem Konkon heraushilft. James Hicks kann kaum stehen, ist klapperdürr, hat einen Verband um den Bauch und ein eingefallenes, aschfahles Gesicht. Rupert Hass stützt ihn. Lula, schieb den Sessel her und bring ein Glas Wasser. James Hicks schüttelt den Kopf. Er kann nicht mehr. Unaufhörlich muss er an seine Schwester denken. Wo haben sie sie hingebracht? Hat sie Angst? Wer versorgt sie? Was muss er erreichen, damit sie freigelassen wird? Er wird gesetzt. Ihm wird ein Glas mit Wasser gereicht. Er trinkt einen Schluck. Wer ist Ruhl? Wer verdammt? Wer ist Ruhl? Wenn er herausbekommt, wer Ruhl ist, werden sie doch seine Schwester freilassen. In James Hicks Kopf hämmert es. Er muss, er will alles probieren. Lula Hoops ist über sich selbst frappiert. Der Ami-Coach war irgendein Hansal, den sie nicht kennenlernen wollte, dessen Schicksal ihr schnürzwurscht war. Nun sitzt er, nur mit Boxershorts begleitet vor ihr, zittert am ganzen Leib und sieht sie verzweifelt an. Er ist ein halbnackter Mensch in höchster seelischer Not. Ihr wird kalt. Rupert, tu was, hilf ihm, sagt sie krächzend. Rupert Hass legt seine rechte Hand auf James Hicks Rücken und sagt leise. James, die Bombe in dir ist inaktiv. Ruhl hat sie unter Kontrolle, auch das Bomb Control Pink. Und natürlich auch die GPS-Signale. Die Gun-Einsatzleitung merkt nichts. Die werden verarscht. James, du denkst, dass Ruhl ein Terrorist ist. Ich kann dir sagen. Ja, was? Na, wie, was Ruhl in Wirklichkeit ist, weiß ich nicht. Was ich definitiv weiß, ist, dass er Dirkschweine nicht ausstehen kann. Willst du mit Ruhl sprechen? Ich kann dir mein Smartphone reichen, willst du? Dann kannst du ihn nach deiner Schwester befragen. Er hat Neuinfo. Neuinfo? James Hicks nickt angedeutet. Rupert Hass kniet sich vor ihm hin und zückt sein Smartphone. Okay, James, ich stelle eine Verbindung her. Weißt du, ich höre Ruhl die ganze Zeit über HCP-Mikrostöpseli. Moment, ich stelle auf laut gleich. So, nun geht's los. Ruhl, James geht's beschissen. Sag was Nettes, Aufbauendes zu ihm. Die Szene trifft Lula Hoops mitten ins Herz. Sie beißt sich auf die Unterlippe und knetet ihre Hände. Ruhls Stimme ertönt aus dem Smartphone-Lautsprecher. Das ist surreal. James Hicks, für Gun-Führungselite-Ärsche bin ich der Anführer einer terroristischen Vereinigung. Ich sammle reihenweise unzufriedene Gunler ein und mache sie zu Rebellen. Du, James, bist ein braver, gewissenhafter, pflichtbewusster und dienender Mensch. Du glaubst, als Gun-Mitarbeiter deinem Land zu dienen.
Du führst aus, was dir befohlen wird. Wach auf, James! Dein Freund Rico ist aufgewacht. Er gehört jetzt zu uns. James, dein Freund ist gerade dabei, deine Schwester zu befreien. Es wird Tote geben. Drecks Cleaner foltern sie. Was rechtfertigt ihre Vergewaltigung? Höhere Gun-Ziele? Dir wurde ein Sprengsatz implantiert. Welche höheren Ziele rechtfertigen das? Ruhl redet sich heiß. Die Szene ist für Lola Hoops kaum auszuhalten. Sie beginnt auf und ab zu gehen. Dabei hat sie im Geiste den irren mittelalterlich gekleideten Krieger und Zauberer vor sich. Ruhl gibt ihr das Gefühl, Herr über Leben und Tod zu sein. Sie muss sich irgendwie mit dem Irren arrangieren. In Kreuzthrillern stellt der Wandler das Leben von Menschen auf den Kopf. Niemand kann sich dem Wandler entziehen. Sein Herrschaftsanspruch unterstreicht er mit Ficken. Im Handumdrehen wird er James Hicks einfangen. James, schieb alles beiseite. Wir kümmern uns um dich umfänglich. Bevor wir aufbrechen, darfst du einen Wunsch äußern. Was wünschst du dir? Wenn es erfüllbar ist, mache ich es. Lula Hoops horcht auf. James Hicks schluckt. Es liegt ihm auf der Zunge zu sagen, lass mich sterben. Stattdessen sagt er, ich will dich hier und jetzt sehen. Zeige dich. Stille. Plötzlich ist ein Knacken und Summen zu hören. Zwischen Slip Cocon 3 und 4 entsteht eine Blitzkugel, die pulsiert. Die Blitzkugel wird größer. Eine Goldgestalt wird sichtbar. Ruhl materialisiert sich, das als nackter Kriegsgott. Haha, muss das jetzt sein, denkt Lola Hoops. Angst verspürt sie nicht. Stattdessen aber ein verräterisches Ziehen im Unterleib. Der Scheißkerl sieht saugefährlich aus. Die indirekte Beleuchtung im Deep Relaxation Room unterstreicht dessen Kriegsgott-Ausstrahlung. James Hicks stemmt sich aus dem Sessel hoch, er schaut hektisch um sich. Schräg gegenüber dem Sessel ist eine Zweiercouch, auf der seine Klamotten liegen. Er bewegt sich ruckartig. Eine Klinge blitzt auf. Er dreht sich um, springt Ruhl an und rammt ihm ein Messer in den Leib. Ruhl umfasst James Hicks und drückt ihn fest an sich heran. Lula Hoops blinzelt, kann das wahr sein? Ist das jetzt geschehen? Kein Blut, nur ein Gigantotyp, der einen schmächtigen Kerl drückt. Ruhls Hände beginnen zu wandern. Er erkundet James Hicks Rücken und Po. Es macht Bock. Der Messerknauf fällt auf den Teppichboden. James Hicks gibt undefinierbare Laute von sich. Er weiß, dass er Ruhl nichts mehr entgegensetzen kann. Rupert Tass reicht Lula Hoops ihren Klamottenhaufen. Lula, lass uns rausgehen. Das wird sonst zu peinlich für James. Hier ist alles peinlich, stößt sie aus und rümpft ihre Nase. Der Geruch, den Ruhl ausschwitzt, ist mannsgeil sexlüstern. Manchmal hilft nur Sex, Lulali, sagt Rupert Hass und drängt seine grumpfige Kollegin zur Tür. Lula Hoops und Rupert Hass verlassen den VIP-Fahrstuhl und gehen zügig durch die Eingangshalle des Einblicke-Redaktionshauses. Es ist Nachmittag. Rupert Hass steuert auf den Hinterausgang zum Parkplatz zu. Gehetzt zieht er zu Lula Hoops, die versucht, Schritt zu halten. Rambock kommt nach, sagt er zu ihr. Er hält alle Fäden in der Hand. Er hat direkt Kontakt zu Ruhl. Über HCB-Mikrostöpsel erhält er permanent Neuinfos. So kommt er nicht ins Nachdenken. Ruhls Stimme wirkt auf ihn merkwürdig beruhigend. Hypnotisiert er ihn? Ruhls Auftauchen, Ruhls Gestalt, James Hicks Schicksal und die Messerszene waren verstörend. Wohin? Fragt Lola Hoops im barschen Tonfall. Sie umrunden den Informationsschalter. Er will ihr schon antworten, da taucht Anton Grob vor ihnen auf. Anton Grob ist elegant gekleidet, Strelson mit Weste und Glenjack-Muster. Lula Hoops schätzt den Angeber Fummel auf gut 600 €. Außerdem müffelt Grob nach Dolce Gabbana.
The one for man. Sie schluckt und geht einen kleinen Schritt zurück. Sofort brennt die Luft zwischen Grob und Hubs, ist ja klar. Ihre Silvesterbegegnung war nicht so prall. Anton Grob gibt sich souverän. Frau Hubs, Zeit ist wertvoll. Ich hoffe, Sie kaufen die Zeit aus. James Hicks ist teuer. Ich erwarte von Ihnen, dass Sie bereit sind, so viel als möglich von ihm zu lernen. Lassen Sie sich auf alles ein. Man sagte mir, dass Hicks ungewöhnliche Methoden beim Coachen mit seinen Klienten ausprobiert. Und Sie, Hass, begleiten Lula Hubs dabei. Passen auf, dass sie nicht mit Ausflüchten kommt. Ein kontinuierliches und konzentriertes Arbeiten ist sie nicht gewohnt. Hass, stimmt die Chemie zwischen Hubs Hicks und wird heute noch weiter gecoacht? Robert Hass räuspert sich. Er sieht seinen Chef direkt an. Ein offener Blick schafft Vertrauen. Nur muss noch die Stimme mitmachen. Klar, super. Die Chemie könnte nicht besser sein. Hicks ist umgänglich und trotzdem scharf. Ich lerne mit. Wir haben volles Programm. Geht bis in die Nacht. Hicks hat Ideen. Vielleicht fahren wir für einen Kurztrip zum Skifahren. Er schwört auf mentale und körperliche Gesundheit. Passt alles perfekt. Könnten wir noch einen Mitarbeiter hinzuziehen? Wissen Sie, Meinungsvielfalt, Rollenspiele. Heute ist Dienstag. Erst am Samstag geht der Zirkus mit dem Medien-Tsunami los. Anton Grob überlegt kurz. An wen dachten Sie, Herr Ass? An Rambock aus dem Sportressort. Anton Grob reibt sich über den Mund, antwortet anerkennend. Rambock? Ja, der ist gut. Kritischer Mitarbeiter. Plötzlich bewegt sich Anton Grob ruckartig und öffnet sein Jackett. Er streicht sich mit der rechten Hand über die Weste, mit der linken Hand fasst er in seine Hosentasche. Dabei gibt er einen Laut von sich. Robert Hass und Lula Hubs sehen sich an. Irgendwas geschieht mit ihrem Gegenüber. Eine Haarsträhne hebt sich steil auf. Er streicht sich über den Haarschopf. Nur mühsam kann er sich beherrschen. Hass! Hubs! Ich muss weiter! Ich spreche mit dem Ressortleiter Sport. Rambock ist freigestellt. Machen Sie Ihren Job gut. Mit den Worten dreht sich Anton Grob um und rennt Richtung Toiletten. Was war das? Robert Hass beginnt breit zu grinsen. Auf dem Einblick im Mitarbeiterparkplatz weht ein scharfer Wind. Das Wetter ist überraschenderweise umgeschlagen. Dunkle Wolken ziehen in rascher Geschwindigkeit über ihnen hinweg. Robert Hass geht schnellen Schritts auf seinen neuen Ford Kuga zu. Es macht Klack. Und die Rücklichter leuchten auf. Lula Hubs setzt sich auf den Beifahrersitz und schnallt sich an. Sie denkt über Autos nach. Rambock hatte sie um die Mittagszeit zur Redaktion gefahren. Sie wird ständig gefahren. Selbstbestimmtheit fühlt sich anders an. Rupert Hass fährt aus der Parklücke. Er ist ein guter Fahrer, das weiß Lula. Sie öffnet ihren Parker und holt ihre Öko-Schlappertasche auf den Schoß. Robert Hass konzentriert sich auf den fließenden Nachmittagsstadtverkehr. Sie holt einen Schokoriegel hervor. Eigentlich könnte sie mal eine vernünftige warme Mahlzeit gebrauchen. Sie kaut energisch und sucht nach einem weiteren Schokoriegel, findet aber keinen. Grimmig schaut sie zu ihrem Fahrer. Was war mit Grob los? Rede, Ruppi. Und wehe, du sagst wieder gleich, dann poliere ich dir die Fresse. Lola, ich liebe dich. Bitte polier mir die Fresse, antwortet Rupert Hass und blinkt. Er ist ein Spurenwechsler. Nur sein Freund Rambock kann noch besser fahren. Kurz blickt er zu seiner süßen Beifahrerin und kassiert einen Agro-Hassblick. Lola, ich habe keine andere Wahl. Ich muss machen, was mir Ruhl befiehlt. Er schnackt mir in die Ohren. Warum ich ihm gehorche, weiß ich nicht. Ich muss halt vertrauen. Er lud mich ein, hat mich umgarnt. Außerdem trage ich Verantwortung für dich. Vielleicht blöd ausgedruckt. Lola, ich spüre instinktiv, dass du ohne Ruhls und Johannes Hilfe untergehen würdest. Was ich in den vergangenen Stunden erlebt habe, kann ich nicht begreifen. Ich akzeptiere, dass Ruhl Macht hat. Lola Hubs fühlt in sich hinein. Die Umarmungsszene Ruhl Hicks war großes Kino.
Hicks wird weiterhin peinlich intime Kümmerung erfahren. Wer von Rule umarmt wird, Punkt, Punkt, Punkt. Sie denkt an Rule in Daniel Change Gestalt. Von ihm hat sie sich ohnmächtig kühlen lassen. Komische Sehnsucht. Wie schafft Rule Hicks aus dem Redaktionshaus? Freier, feiner, trockener Schnee weht gegen die Frontscheibe. Rupert Hass würde nicht wundern, wenn Rule das Wetter beeinflussen kann. Die Tage davor war Tauwetter mit guter Wetterprognose. Lola, ich bitte Rule gleich Allround-Hearing abzuschalten. Ich höre zurzeit Dialog und Allround. Zu Hicks. Lola, die entschärfte Bombe muss aus seinem Bauch heraus operiert werden. Sie drückt auf Zwergfell und Atmung. Hicks könnte daran krepieren. Drecksgannratten. Der Arme wird von Viehdoc Sepp Grantner operiert werden. Wir fahren zur Hütte hinter Hinterasche. Stelle ich schon mal auf Hüttenfeeling und schreie ein. Johannes, Rambock und Ratte kommen auch dorthin. Ruhl ist momentan mein Navigator. Lola, hast du noch eine Frage? Na super, sie darf noch eine Frage stellen zu was. Die Hütte und Sepp Grantner tauchen vor ihrem geistigen Auge auf. Der Viehdoc ist knuffig. Lauter, warme, knuffige Typen. Sie lehnt sich zurück und lässt ihre Gedanken schweifen. Noch eine Frage. Ruppi, du vertraust zu 100% Ruhl. Der Typ kann sich unsichtbar und wieder sichtbar machen. Das als Nacktmonster. Er verwandelt sich in den smarten Daniel Change. Sag, wie kommt es, dass du so auf ihn abfährst? Ich kenne dich so nicht. Du bist normal viel misstrauischer, vorsichtiger. Sind es Ruhls Zaubertricks, die dich begeistern? Rupert Hass überholt einen LKW. Du bist normal viel misstrauischer, vorsichtiger. Was weiß Lola von ihm? Man sieht nur einen Ausschnitt. Er bemüht sich, mit Menschen klarzukommen. Er hat sich bei Einblicke ein kleines Netz an Vertrauten aufgebaut. Freundschaft ist ihm wichtig. Er umgreift das Lenkrad fester, überholt noch einen LKW. Lola, als Kind fühlte ich mich absolut geborgen. Ich wurde geliebt. Ich fühlte mich geliebt. Schicksalsschläge ereilten meine Familie. Ich musste Verantwortung übernehmen. Ich habe während meines Studiums hart gearbeitet. Es war nicht leicht. Ich sehne mich irre nach Geborgenheit. Ruhl ist mir ganz nah. Jede Faser meiner Existenz fühlt sich in Ruhl sauwohl. Er umgibt mich, ist für mich Concon oder Saurierei. Seine Stimme dringt tief in meine Seele. Dieses Geborgenheitsgefühl wünsche ich dir auch, Lola. Ruhl, stelle Allround ab, bitte.